Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nach dem letzten Livestream und vor dem nächsten Livestream gibt es hier noch einiges zu tun und auch ihr dürft euch beteiligen. Aber erstmal will ich schauen, dass ich hier mal unfallfrei in der Nähe dieser Insel anlege. Wir scheinen uns gar nicht so wirklich zu bewegen. Obwohl der Anker oben ist. Vielleicht werden wir uns hier ein bisschen auf die Insel zudrehen. Aber da werden wir noch eher seitlich abgetrieben. Was ich überlegt hatte mir in der Zwischenzeit ist, ob wir nicht vielleicht Kurs Richtung Temperance setzen sollten. Mal. Aber vielleicht gar nicht mal, um Temperance selber zu besuchen. Oder vielleicht doch hier mal zum Schlittenrennen oder ähnlichen Dingen. Sondern um kleine oder große Inseln im Temperance-Style zu finden. Also man hat ja mal so ein bisschen festgestellt, oder ich habe zumindest mal ein bisschen festgestellt, dass man diese Inseln, die so ähnlich sind wie die Hauptlocations, in der Regel in deren Dunstkreis sozusagen findet. Muss ich hier echt die Motoren kurz anschalten? Na gut. Um zu einer kleinen Insel zu kommen. Ist ja fast wie unterwegs zu Balboa. So, eigentlich möchte ich doch nur irgendwo sicher anlegen zum Weitermachen. Und euch sagen, wie ihr euch beteiligen könnt. Ich kann ja schon mal anfangen. Und zwar hatte ich auf Discord, wo ihr natürlich auch jederzeit herzlich willkommen seid, mal so eine kleine Umfrage gestartet, weil uns nämlich aufgefallen ist, aus welchem Grund auch immer, viele Tiere hier auf dem Raft noch keinen Namen haben oder keinen Namen mehr haben. Und deswegen hier auch an euch die Aufforderung, gerne mal in die Kommentare oder auf Discord zu schreiben, welchen Namen denn hier die Tiere möglicherweise bekommen sollen, dass hier ehemalige oder aktuelle Spieler alle verewigt werden, ist für mich gar keine Frage. Bestehende Namen bleiben Manfred. Okay. Ein Vorschlag war, eins von den Tieren Jason zu nennen. Ach, guck mal, Chichi ist schon da. Eins von den Tieren Jason zu nennen. Aber ich glaube, mich gab es doch hier schon mal irgendwo. Es sei denn, ich bin mal irgendwann über Bord gegangen. Ein Vorschlag, der auch auf Discord war, den werde ich hier gleich mal umsetzen. So. Wir sind uns ja hier für nichts zu schade. So, Günther. Mobbt mir bloß den Günther nicht. Jetzt müsste ich echt nochmal gucken, was fehlt uns denn? Wir waren hier irgendwo abgestorben beim Namen vergeben. Günther? So, hier ist noch eins ohne Namen, oder? Oder, oder? Die laufen aber auch immer an den ungünstigsten Stellen rum. So. Okay. Dann friss erstmal. So, dann machen wir hier nämlich weiter mit Sunshine. Oder auch, okay, das passt nicht mehr. Ich hätte am liebsten Sushi geschrieben. Als Abkürzung, Moment, wie reibt sich? Sushi als Abkürzung für Sunshine würde ja passen, oder? Ich nenne es erstmal Sunshine. Auch dazu könnt ihr mich ja mal eure Meinung wissen lassen, wenn ihr mögt. Also nicht zu Sunshine, sondern zur Namensvergabe. So, und jetzt ohne Gewehr. Hier ist der Hennes. Den haben wir denn noch? So, hier. Eine Zicke. So, Graf Totti. So. Harzer,
hast du schon einen Namen? Scheinbar nicht. So, damit das hier mal der Devil. Hat er das jetzt gemacht? Zeigt er mir den Namen auch? Ah ja. Ah ja, guck mal, hier ist Fatschel. Ich brauche die ja nur hochheben. So. Machen wir auch mal hier unsere Special Guests hier einen Namen. So. Ist noch ein Tier ohne Namen da? Ach, guck mich nicht so treu doof an. Zeigt mal eure Namensschilder. Gibt's doch gar nicht, ne? Als würden sie es absichtlich machen. Dass ich nicht sehen kann, wer einen Namen hat und wer nicht. Also ich würde mal vermuten, jetzt haben alle einen. Obwohl, nein, hier noch nicht. So, ich werde mit Sicherheit irgendwelche ehemaligen oder zukünftigen oder laufenden Special Guests vergessen hier. Gut, es kommen ja noch Tiere dazu, wenn ihr den letzten Stream nicht gesehen haben solltet. Ein paar, seit wann springen die denn? Ein paar Tiere, die haben wir jetzt vergeben, inklusive Günther. Ein paar Leuten von der Crew, von der aktuellen und ehemaligen. Und da ja hier der Zoo noch ausgebaut wird, wird es auch, denke ich mal, vielleicht schon im nächsten Livestream, weiß ich aber noch nicht, Nachschub an Tieren geben, obwohl auch ohne Zoovergrößerung passen ja hier noch ein paar Tiere rein. Gut, spielen wir mal weiter. Das ist ja, glaube ich, auf die Dauer ein bisschen langweilig, wenn ich hier nur durch die Gegend laufe und versuche, diese dusseligen Namensschilder zu lesen. Ich sammle mal, was noch fehlt. Und ja, irgendwann werden dann die fehlenden Namen ergänzt und noch Wünsche aufgenommen. Für den Zoo. Ich bin sehr gespannt, was da so alles kommt. Gib mir alle deine Eier. Weg da. So. Läuft. Ich könnte mal Batterien auswechseln. Die sind aber echt ungleichmäßig verbraucht worden, hier die Batterien. Interessant. Also, tauschen wir mal die drei hier auf der linken Seite aus. So. Da, da, da. Also ich habe mir die Namen jetzt nicht lange vor der Sendung überlegt. Ne? Falls jetzt jemand auf die Idee kommen sollte, das würde irgendeine Priorität bedeuten, in welcher Reihenfolge ich jetzt wem welche Namen gegeben habe. Das ist natürlich nicht der Fall. Jeder kommt an die Reihe. Naja, vielleicht nicht jeder. Gut, dann die Tiere nochmal ein bisschen scheren und melken. Kommt her. Wenn ich schon mal hier oben bin. Ich habe schon im Stream gesagt, ich werde hier noch zum Tierpfleger, wenn das so weitergeht. So, Sunshine muss auch geschoren werden. Der Harz ist auch nackig. Gut.
So, zurück, zurück. So, jetzt einmal Euter leer machen und dann haben wir es erstmal. Komm her, Gigi. Nicht die Ohren hängen lassen, Günther. Oder gefällt dir der Name nicht? Oh. Armes Günterlein. So, direkt alles sinnvoll weiterverwertet hier. Dann habe ich noch Eier zum Essen. Wasser ist noch genug da. Gut. Insel könnte ich ja auch nochmal looten gehen. Ach, hier liegt auch noch so viel Loot rum. Vielleicht erstmal die Netze leer machen. Kann nicht schaden, oder? Huch. Was davon quietscht die Tür denn so? Okay, erstmal wieder Zeug hier in die Presse werfen. Keine Fotos, keine Fotos. Ich kann mal schon wieder Fische zum Verkaufen. Mal gucken, vielleicht kann ich ja hier schon ein bisschen vorarbeiten für unser nächstes Abenteuer. Alles rein, was reingeht. So, zwischendrin lege ich hier hinten noch mal ein bisschen Holz nach, falls es nötig ist in der Küche. Vielleicht. So, bevor ich alles hier wegwerfe. Hier läuft noch die schöne Händlermusik. Im Hintergrund, die Kassette haben wir uns ja auch im Stream gegönnt. Okay. Gut, die Blätter können wir gleich noch da reinhauen. Den Schrott. Wir haben noch die Hornhai-Trophäe. Wo ich mir noch, oder wo wir uns noch überlegen müssen, wo die aufgestellt wird. Da habe ich mir noch keine abschließenden Gedanken zu gemacht. Die werde ich mir wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Keine Sorge, noch ist nicht vorbei. So, die können wir auch mal tauschen, die Grillbatterie. Ich wusste gar nicht, dass wir schon so viele große Batterien hier haben mittlerweile. Ja, ist natürlich auch so ein bisschen Ziel der Geschichte, irgendwann die ganzen kleinen gegen großen Batterien ausgetauscht zu haben. Spätestens dann, wenn wir die kleinen alle zu Kopflampen verarbeitet haben. Das soll ja hier alles einen vernünftigen Recycling-Kreislauf haben. Vorbildlich. Ja, das Spiel ist ja auch so ein bisschen Meeresschützer, Recycling, ja, Spiel oder freut diese Menschen, die solche, ja, wie soll ich das sagen? Ich muss mich anders ausdrücken. Eigentlich sollte es gar kein Spiel in die Richtung werden. Schützt die Meere, aber es hat sich irgendwie dahin stilisiert. Aufgrund, ja, Diskussion und Rückmeldungen der Community. Wie kam ich jetzt auf Rettet die Meere? Naja. Ah ja, hier. Wegen Nachhaltigkeit, Kartoffeln und Rüben. Ihr müsst auch denken, was seiert der alte Mann im Monitor da? Ich weiß es manchmal selber nicht. Okay, jetzt so. Und so und so. Wir brauchen hier eigentlich einen eigenen Pressen. Nicht Pressebeauftragten, Pressebeauftragten, sondern Pressenbeauftragten.
Was ist denn das? Da steht 3 Kartoffeln, ne? Die habe ich gerade aus einem Netz rausgefischt. Ich glaube, ich habe hier gerade sowas wie eine unendliche Kartoffel. Was? Moment mal. Das sind 3 Stück. Man kann sie auch teilen. Aber ich kann... Ach nee, er nimmt sie vom anderen Stapel. Bin ich doof. Hier von dem Stapel. Ich habe gedacht, ich habe eine unendliche Kartoffel, aber er hat es einfach von dem anderen Stapel runtergenommen. Ah, okay, alles klar. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Schade. So, ohne Cheaten eine unendliche Kartoffel. Da wird es ja nur noch Kartoffeln in sämtlichen Varianten geben demnächst. Ja, die Unendlichkeitskartoffel. Gut, das wächst und gedeiht hier vor sich hin. So, ihr kommt weg. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir irgendwo noch Äxte und Piep-Pieps. Warte mal, so eine grundsätzliche Ausrüstung haben wir ja hier. Dann würde ich nämlich nochmal auf die Insel gehen. Wenn sie nicht schon kaputt gegangen ist. Da ist jetzt nichts mehr drin. Das ist alles ein Klimpim hier. Ah, sehr gut. Schaufel. Piep, piep, nehmen wir noch die angebrochene Schaufel hier mit. Hier so ein Plastikhaken für unter Wasser. Ich habe noch Flossen von unserem Varuna Point Aufenthalt. Ausgezeichnet. Aber eine Axt ist hier keine mehr. Ne? Okay, da muss ich mal, dann baue ich mal Äxte. Was braucht man denn für die Axt? Planke, Seil, Schrott, Bolzen. Okay. So. Planke. Ah! Durchs Loch gefallen. Der Dachs fällt durch jedes Loch. Schrott und Bolzen war das, ne? Schrott brauchen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr. So, Schrott. Und jetzt wird's spannend. Wo sind die Bolzen? Da. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, alles klar. So, Bolzen zurück. So, Schrott zurück. Seil zurück. Gleich kommt der irre Axtmörder hier mit 5 Äxten hier. Alle Hände voll zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich leg den Bürgermeisterhut hier mal gerade zu meinen Utensilien. Aber weiß man ja, wo es ist dann. Wo ist denn eigentlich mein Piratenhut? Ach, hier. Aber dann mal. Das brauche ich ja jetzt alles nicht. Das macht mir ja alles nur mein Inventar voll. Ich mache die Musik mal aus. So. Und versteht ihr mich vielleicht auch? Das lassen wir mal alles hier. Stirnlampe brauche ich nicht. Gut, Flossen kann ich gleich mal benutzen. Das braucht man nicht, das braucht man nicht. Hut aufsetzen. Na, Hut macht Mut. Sagt Mahmut.
So, warte mal. Wenn hier die Expeditionsausrüstung ist. Na gut, packe ich gleich eine von den Äxten. Ne, pass mal auf. Eine von den Äxten. Eine Schaufel. Da packe ich nachher auch das Piep-Piep wieder rein. So, eine Axt gehört mir. Und die anderen drei Äxte packen wir hier rein. So, dass wir hier immer laufend eine entsprechende Basisausrüstung für Gäste haben. Gut, die Sonne geht langsam unter. Ich denke mal, da werde ich mit dem Insellooten und weiteren Dingen, die ich hier noch so machen möchte, die Nacht abwarten und damit auch bis zur nächsten Folge warten. Wenn ihr nicht verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr nicht verpasst, wenn es soweit ist. Und nicht vergessen, gebt mir Tiernamen. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.